Okay, hier sind TNT-Fässer. Das ist gut. So können wir uns nämlich die Münzen auch hier nochmal holen. Und dann haben wir relativ viele Münzen. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Für den nächsten Shop, den sollten wir schnellstmöglich suchen. Einen Schlüssel haben wir auch noch. Stimmt, wir hätten vielleicht deswegen noch ein bisschen mehr spielen können. Wie machen wir das am besten? Vielleicht nicht über die Fässer, tatsächlich. Beziehungsweise jetzt könnten wir es halt schon über dieses Fass hier regeln. So. Und jetzt über das Fass da unten. Wunderbar. Okay, noch ein halbes Herz dazu. Ich meine, unter den Steinen ist, glaube ich, eh nie was, oder? Oder kann da auch mal was drunter sein? Unter so einem normalen Stein? Weiß ich gar nicht. Oh, 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 oh. Das ist gefährlich hier. Das ist gefährlich. Das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Cube of Meat, schütze uns. Und wir feuern hier, was das Zeug hält. Fuck it. Schaden genommen, leider. Naja, was soll's. Ein Schlüssel. Ist doof, aber hier ist der Shop. Lass mich mal reingucken. Was ist das für ein Item? Kenn ich nicht. Oder ist das Moms Pillendose? Könnte sein, ne? Ich guck mal kurz nach. Ja, es ist Moms Pillendose. Ist allerdings, denke ich mal, ein Space-Item. Ja, und dem zu folgen, ne? Wir könnten uns dadurch also eine Pille kaufen. Beziehungsweise könnten wir das hier mit den Räumen auch auf... Ah, komm, wir haben's doch. Wir haben's doch. Wir haben's doch, Dicke. Okay, dann gib mir mal eine Pille. Was macht die? Bombs Aki. Okay, jetzt haben wir keine Bomben mehr. Dafür Schlüssel. Weiß ich noch nicht, ob ich das gut finde. Aber wir nehmen die Pillendose jetzt einfach mal mit und können sie hier hoffentlich auf dieser Ebene noch ein paar Mal füllen. Na, jetzt können wir uns da nicht mehr reinspringen. Das ist natürlich echt schlecht. Ah, was soll's. So, den haben wir schon mal... Mist, nicht zerstört. Ich dachte, den würden wir jetzt einfach treffen, aber leider nicht. Sehr, sehr gut, komm. Stirb, stirb, stirb. Er stirbt aber nicht. So, jetzt aber, komm. Wunderbar, ein halbes Herz brauchen wir nicht. Mal gucken, was wir hier so drin haben. Oh, wow, 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 wow. Okay, nach und nach. Oh, dich müssen wir vernichten, bevor du hier Schaden anrichtest. Sehr gut. Dich ebenso. Dreh dich bloß nicht zur Seite. Sehr gut. Wir haben ja auch eine relativ große Range. Von daher können wir auch sehr, sehr weit schießen. Und wir haben eine Bombe gefunden. Sehr gut. Aber Schlüssel brauchten wir ja so oder so für unseren, für den Itemraum. Von daher passt das schon. Ich hoffe halt bloß, dass wir das Space-Item wenigstens noch einmal aufladen können. Leider kein Glück gehabt im Shop. Naja, egal. Oh, 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 oh. Ah, okay, das sind die. Die sind machbar so an... Wie schnell die waren. Plötzlich. Also, wie schnell die hinterher kamen, du. Hui. Okay, da haben wir unsere Bomben auch wieder. Also, war Bombs Akis. Bombs Aki? Bombs Akis? Ich weiß gar nicht. Gar nicht mal die schlechteste Wahl. Stirb. Dankeschön. Dankeschön. Ah, das ist hier echt doof. Mies. Komm, stirb. Ah, fast reingelaufen einfach. So. Ah, ich hänge hier fest. Oh, Cube of Meat hat mich, glaube ich, gerettet. Boah, ich dachte, hier unten geht's weiter, weil es hier auch weiter ging und so, ne? Glück gehabt. Verdammt, wir brauchen noch zwei Räume. Naja, gut. Eigentlich nur einen. Und, also wir kriegen die nochmal voll. Ja, wobei, ich würde gerne für den Bossraum... Ja, hoffen wir einfach, dass hier noch ein Raum ist. Ja, ja klar, der Itemraum ja auch noch. Wobei, da wird ja nicht gekämpft. Das ist ja dann nicht dasselbe. So, halbes Herz wurde gedroppt. So, einfach mal hier reinfeuern und hoffentlich alles zerstören, bevor auf uns gefeuert werden kann. Naja, alles komm. So, du auch noch. Wunderbar, da liegen hier auch nochmal halbe Herzen. Also so eine Herzmaschine wäre schon ganz nice. So, stirb. Du dürftest doch relativ schnell sterben. Sehr gut. Die haben wir schon mal. Ja, und ihr seid ja sowieso gefangen. Von daher dürftet ihr nicht allzu viel aushalten. Dum-dum-dum. Beziehungsweise nicht allzu lange aushalten. Allzu viel. Ihr haltet genauso viel aus wie alle anderen Exemplare hier von euch. So, wir können das mal einsetzen. Und bekommen... Bad Gas. Mann, das Item hat sich bisher echt gelohnt. Ja, ich glaube, das werden wir auch nicht mehr brauchen. Kriegen wir hier eh nicht mehr aufgefüllt. Hier ist nochmal eine Kiste. Wir könnten uns tatsächlich mit zwei Bomben hinspringen und mit einem Schlüssel aufschließen. Lohnt sich aber nicht so. Warum sind wir eigentlich nicht gleich in den Itemraum gegangen? Hm? Hier kriegen wir bestimmt auch wieder ein tolles Space-Item. 10 Bomben mehr. Okay. Jetzt könnten wir uns zumindest dahin sprengen. Aber da brauchen wir halt auch einen Schlüssel für, ne? Und wir haben bloß einen. Und der ist halt für den nächsten Itemraum auch wieder sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das wird kein guter Run. Beziehungsweise es ist auch kein guter Run bisher.
Ich mag den Charakter auch ehrlich gesagt nicht so, hier den guten Judas. Schade, aber hier können wir uns freisprengen auf jeden Fall. Können wir mal da gucken, was in der Truhe sich befinden tut. Noch eine Pille. Und es ist Balls of Steel. Gibt uns also nochmal 2 Seelenherzen mehr. Dann würde ich das hier gerne haben. Und im Shop liegt unser Item noch und dann gehen wir zum Boss, würde ich sagen. Ja, die Pillendose hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Ich meine, für Balls of Steel würde sich das halt schon lohnen, die mitzunehmen. Immer 2 Seelenherzen dadurch zu bekommen. Ist schon ganz cool, aber hat auch nicht so das Wahre, ne? Chub. Oh Gott, direkt vor mir. Mann, scheiße, das war kacke. War halt sehr, sehr doof gemacht von mir. Beziehungsweise, ich habe halt nicht erwartet, dass da einfach gleich wieder irgendwer ist. So, komm. Oh, der ist aber ziemlich schnell, du. Teilweise. Ich meine, ich könnte auch mehr Schaden austeilen. Könnte ich eigentlich mal machen, ne? So, komm, stirb. Können wir ein bisschen mehr davon machen. So, du bringst sie jetzt eh um. Oh, fuck it. Verdammt. So, komm. Die können wir da auch mal zerstören. Die dürften ja hier beide nicht so viel aushalten. Sehr gut. Ah, naja, aber hätte man besser machen können. So, zerstör dich mal. Den Spoon. Sind wir schneller unterwegs, ne? Hätte uns eben auch auf jeden Fall helfen können. Ja, gibt's hier sonst noch irgendwas, was wir machen könnten? Nicht so richtig eigentlich, ne? Nicht so richtig. Ja, wir könnten halt zu der einen Truhe gehen, aber ich glaube, das lohnt sich einfach nicht so. Von daher gehen wir ab in die nächste Ebene. The Caves 2. Hau auf, fliegen, 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 fliegen. Oh, jede Menge fliegen. Stirb, 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 stirb. Sehr gut. So, jetzt können wir das hier in die Luft jagen. Und das hier oben in die Luft jagen. Mist, hat ihn leider nicht erreicht. Aber das hier unten dürfte ihn erreichen. Sehr gut. Noch ein bisschen Geld. Ich hoffe, wir finden schnell einen Shop. Dadurch, dass wir immer noch unseren schönen Ohrring haben, den man nicht mehr sieht. Schade. Oder ist der Steam Sale ist doch dauerhaft, oder? Oder irre ich mich da? Zerfall zu Staub! Ihr Mistviecher. So, kommt. So. Sehr gut. So langsam komme ich aber wieder rein ins Spiel. Also, ich brauchte erstmal so meinen Moment. Aber dann ging's. Ah, Mist, hier kommen wir nicht rüber, ne? Naja, gut, wir haben reichlich Bomben. Da sollte das jetzt nicht das Problem sein, hier rüber zu kommen. Ja, dann können wir das doch noch zersprengen, so aus Langeweile. Weil wir es halt können. Weil, wenn Fässer sind, dann muss man ja hier versuchen, explosiv ein bisschen was zu erreichen. Sehr gut. Gerade noch so die Kurve bekommen. Auch hier die Kurve noch bekommen. Komm, 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 komm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, stirb, 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 stirb. Sehr wunderbar, sehr gut. Und jetzt dich hier noch. Hervorragend. Ah, Mist, haben wir gar nicht bekommen. Schon mal hervorragend sagen, ne? Obwohl wir es nicht hinbekommen. So, jetzt stirb. Dankeschön. Und noch ein Schlüssel. Perfekto, perfekto, perfekto. Ah, Mann. Immer nur diese ganzen Space-Items. Das bringt uns doch alles nichts. Können wir irgendwo einsetzen in irgendeinem Raum, so, wo es ein bisschen kniffliger wird, würde ich sagen. Aber ansonsten lohnt sich doch vielleicht unser Item mehr, oder? So, stirb. Oh, ist nicht mal gestorben. Verdammte Scheiße. Jetzt ist es tot. So, komm, öffne dich. Cube of Meat, schütze mich. Oh, ich glaube, der hat mich wirklich die ganze Zeit geschützt einfach. Ah, Mist, jetzt hat er aufgemacht. Mach nochmal auf. Macht er aber nicht. So, jetzt, wie wär's mit dir? Aufmachen, hallo. Klopf, klopf. Wer ist da? Ich einfach stehen bleibe und nicht ausweiche. Sehr, da. Meine Fresse, ich hasse diesen Raum. Sehr gut, haben wir. Okay, gibt uns hier nochmal was. Stimmt, wir hätten eigentlich auch verlangsamen können, ne? Muss ich dran denken, dass wir das machen können. Ja, ich würde den Shop gern finden noch, bevor wir zum Bossraum gehen. Vielleicht gibt's da noch irgendwas Cooles. Hier ist noch eine Arcade, könnte man also auch noch spielen. Hier haben wir nochmal im Prinzip denselben Raum wie eben. Also, wo wir uns hier rüberspringen können. Kriegen wir hier noch ein paar Münzchen zusammen. Und dann sprengen. Wie immer. So, die euch verlangsamen wir jetzt mal. Oder versteinern wir. Ah, Mist. Die sind zu, leider. Das macht das Ganze etwas problematischer. Öffne dich. Ja, gut, aber die kriegen wir hin. Sehr gut. Und einmal noch, komm. Das war knapp. Wunderbar, den haben wir. Renn ich da fast einfach rein, ey. Junge, Junge, Junge. Vorsicht, mein Freund. Vorsicht. Verdammt, zu früh geöffnet. So, bitteschön.
Und hier nochmal. Und einmal noch, ne? Dann war's das. Ah, Mist, vorbeigeschossen. Sehr gut. Haben wir den Raum auch geklärt. Hat uns mal am Spra jetzt zwar nicht so viel gebracht, aber was soll's. So, du stirbst jetzt erstmal gleich zu Beginn. So, und du gehst auf, komm. Öffne dich. Ah, verdammt. Einfach reingelaufen wieder. Bin auch nicht so gut im Ausweichen. Gebe ich zu. So, jetzt haben wir aber nur noch einen. Ich mag diese Viecher auch nicht. Nicht gerne, da muss man immer so relativ taktisch halt vorgehen. So, ein weiterer Schlüssel. Okay, und nach dem nächsten Raum könnten wir im Prinzip halt wieder Mams BH benutzen. Bringt uns nur nicht so viel, glaube ich. Hier würde es das relativ viel bringen, weil wir halt dann nicht die Probleme hätten, die hier überhaupt mal zu erwischen. Weil die laufen ja mal sehr, sehr gerne weg. Ja, aber es ist jetzt kein gefährlicher Raum. Wir können es im nächsten auf jeden Fall verwenden. Und für den Bossraum nehmen wir dann wieder mehr Schaden, oder? Da kommen wir nicht rüber. Ja, hier ist es doch gut. So, einfach hier rauffeuern die ganze Zeit. Das finde ich gut. Das finde ich gut. So, und hier auch mal reinfeuern. Sehr gut, haben wir fast komplett geklärt, den Raum. So, dann halt von oben kommen. Sehr gut, hier gibt es noch einen Raum. Meine Fresse. Ich meine, der Shop muss ja auch irgendwo sein, ne? Oh, das war nicht gut gemacht. Das war nicht gut gemacht. Das ist ganz und gar nicht gut gemacht. Oh, die feuern aber auch wie Sau, du. Haben die schon immer so viel gefeuert? Keine Ahnung. Das war schlecht. Wir haben viel verloren. Oh nein, Greed. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, wir hätten uns hier für den BH aufheben sollen. Stirb, Greed. Stirb. Oh, Mann. Mann. Jetzt verliere ich wieder die Beherrschung. Fuck, zwei Herzen nur noch. Greed, stirb. Fuck, ich lass mich nochmal treffen. Das gibt's doch nicht. Ja, wunderschön. Haben wir, na gut, wir haben die Arcade noch. Aber da erstmal Seelenherzen freizuspielen, kann schon wieder eine ganze Weile dauern, du. Ah, aber wir können natürlich auch Pillen bekommen. 26 Münzen ist in Ordnung, aber keine Seelenherzen mehr. Das ist schlecht. Das ist echt mies. 1,5 Herzen. Da brauchen wir eigentlich nicht zum Boss gehen, sondern ich würde sagen, wir gehen in die Arcade. Und da spielen wir eine Weile, bis wir einigermaßen fit sind wieder. Hoffentlich fit sind. Ja gut, dann würde ich sagen, bis gleich. Ein Seelenherz. Sehr gut. Und wir kriegen einen Schaden, weil ich gegen die Fliege gelaufen bin, weil ich daneben geschossen habe. Wundertoll. Ich Idiot. Und da fliegt es in die Luft und hinterlässt leider keine 99 Dollar. Ich habe noch nie sinnloser mein Geld verspielt. Ganz ehrlich. Gut. Letzte Münze. Komm schon. Lass da was Schönes drin sein. Aber wahrscheinlich nur wieder eine Fliege. Okay, zwei Schlüssel. Ja gut, dann würde ich sagen, gute Nacht. Immerhin noch ein Herz. Können wir uns nochmal eine Münze gönnen. Aber das war's dann auch schon. Ja, und dann würde ich sagen, jagen wir dich auch in die Luft. Mal sehen, ob du noch was Schönes dabei hast. Ein halbes Herz nochmal. Okay, gut. Dann muss der Boss jetzt kommen. Mit zwei Herzen. Ich werde alles einsetzen, was ich habe. Wo habe ich denn überhaupt mein Item gelassen? Im Itemraum, ne? Im Itemraum. Ja, das holen wir uns jetzt noch. Und dann wird wahrscheinlich unser Ende auf uns zukommen. Ich meine, ich könnte noch in den Challenge Room gehen. Ich kann zumindest mal reingucken, ne? Was es da so gibt. Mal schauen. Was gibt es denn hier Schönes? Die Spritze. Was macht die denn? Also das ist wohl echt ein richtig, richtig gutes Item. Schaden und Geschwindigkeit erhöhen sich um 2 Punkte. Würde für uns bedeuten ziemlich viel Schaden. Und auch eine relativ hohe Geschwindigkeit. Und das fände ich schon echt nice. Und zusammen mit unseren anderen Mega-Punches da, die wir so haben, mit unserem Space-Item und so, würde sich das schon echt lohnen. Deswegen würde ich sagen, machen wir das. Wir versuchen uns das zu holen. Dann sind wir nämlich auch, falls wir den Boss schaffen sollten, danach etwas besser gewappnet. Okay, dann zeig mal, was ihr drauf habt. Ihr Monsterchen. Ich versuche mal hier, die fertig zu machen. Okay, sehr gut. Wunderbar. Okay, die fliegen Heinis. Versuchen wir erstmal hier den einen hier vorzunehmen. Das werden wir hinbekommen. So, komm, stirb da hinten. Stirb da hinten. Sehr gut, den haben wir. Wunderbar. Und beim dritten
Bei der dritten Monsterwelle benutze ich das Space-Item. Einfach, um sich besser darauf vorbereiten zu können. So, und jetzt stirb. So, nur noch die eine Fliege hier. Okay. Wunderbar. Okay, leider nicht so wunderbar. Aber egal, schaffen wir. Komm schon. Ihr könnt euch wieder auföffnen. Sehr gut. Genau im richtigen Moment aufgemacht im Prinzip. Sehr gut. Den haben wir. Und den da unten kriegen wir jetzt auch locker. Wunderbar. Komm schon. Hervorragend. Und einen Schlüssel noch dazu. Den hätten wir jetzt zwar nicht gebraucht, aber ohne Schaden. Und unsere Stats... Das hat sogar 3 Punkte im Schaden gemacht, oder? Mehr dazu. Und Geschwindigkeit ist auch geil. Also, von den Stats her sieht's gut aus. Außer, dass wir halt nur ein Herz weiterhin haben. Das Item möchte ich wechseln. Ich möchte jetzt richtig viel Power haben. Auch wenn wir jetzt mit der Stärke halt richtig gut mit dem BH bedient wären. Ich glaube, den nehme ich vielleicht auch mit in die nächste Ebene. Vielleicht schon. Wir hätten nochmal 2 Münzen jetzt zum Spielen gehabt. Ja, das bringt eh nichts. Wen haben wir hier? Gertie. Okay, Gertie, Gertie, Gertie. Okay. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Mist, der lässt was Neues spawnen. Und schießt erstmal. So, hier, komm. Oh, Mist, der lässt wieder Neues spawnen. Aua, bisschen Schaden genommen. Aber egal, komm, 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 du musst sterben. Sehr gut. Ich wollte doch eigentlich mein Space-Item einsetzen, ich Idiot. So, jetzt machen wir ein bisschen mehr Schaden. So, komm, 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 komm. Sehr gut. Den haben wir ohne Probleme. Sehr gut. Puh, was heißt ohne Probleme? Wir haben leider ein bisschen Schaden bekommen. Und das macht uns unsere Range auch noch höher. Als wäre das nicht schon gut genug so langsam. Okay, wunderbar. Dann geht es tatsächlich doch noch in die nächste Ebene. Puh, hat sich der Challenge Room auf jeden Fall gelohnt. Ah, ich wollte eigentlich den BH mitnehmen, ne? Mist. Egal. Ja, hier wäre zum Beispiel schon mal eine gute Hilfe gewesen, aber kriegen wir hin. So, der Raum war halt am Anfang sehr schwer. Jetzt haben wir ihn einigermaßen fertig hinbekommen. Sehr gut. Geld ist gut für den Shop. Die Batterie. Oder den Lucky Food. Ich würde sagen, die Batterie holen wir uns, oder? Doch, doch, ich glaube schon. So, oh, und gleich aufgeladen unser Item wieder. Sehr gut, dann können wir das in schwierigen Fällen einfach mal benutzen. Ah, verdammt, jetzt haben wir natürlich hier für weniger. So, das hier ist jetzt zum Beispiel kein schwieriger Raum. Da können wir ganz locker easy hier einfach immer raufdonnern, was das Zeug hält. So, den haben wir. Stelle ich mich mal hier hin. Kann ich hier ein bisschen Schaden austeilen, zwar nicht so viel. Aber immerhin ein bisschen. So, und du droppst jetzt auch noch was Schickes. Ein Seelenherz auch noch dazu. Sehr gut. Es läuft. Okay, hier, komm. Hier, Buch des Todes. Buch des Todes. So, einer von denen lebt leider noch. Den würde ich sehr gerne erwischen. Boah, fast reingelaufen. Beziehungsweise bin ich sogar reingelaufen. Der Cube of Meat hat das Ganze abgewehrt. So, die sind tot. Sehr gut, jetzt nur noch euch. Ich würde euch gerne ein bisschen trennen. Oh, oh. Ah, Mann. Verdammt nochmal. Wieder Schaden genommen. Hätte nicht sein müssen. Ich wollte halt mit der Bombe das alles hier... Alter, wie ich den nicht treffe. So, jetzt dreht ihr genau im richtigen Moment um. Ich hasse euch. Wie ich euch hasse. Sterbt. Challenge Room nochmal. Ja, vielleicht ist ja nochmal was drin, was sich lohnt. Aber erstmal nicht. 2 Münzen haben wir meinen schon. Ich will mehr Münzen für den Bettler. Oh, 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 oh. Stirb. Sehr gut, den kriegen wir auch. Hervorragend. Und Itemraum. Deck of Cards. Das gibt uns, glaube ich, ein paar Karten, ne? Oder? Ich weiß nicht genau. Heißt doch Deck of Cards, ne? Genau. Space to use. The Empress hätten wir jetzt. Oder The Magician. Was macht das denn? Okay, ist an sich ganz interessant. Es macht halt... Ja, wie kann man es beschreiben? Ja, unsere Tränen werden lila und verfolgen die Gegner. Vielleicht beschreiben wir es einfach so. Ich würde sagen, das nehmen wir einfach mal mit und Deck of Cards nehmen wir auch erst einmal mit. Weil dann kann es sich aufladen und wir kriegen vielleicht nochmal ganz coole Karten. Zum Beispiel gibt es auch eine Karte, die uns zum Engelsraum bringt, glaube ich.
Das wäre auch cool. Vielleicht ist hier der Geheimraum. Mal schauen, wir haben ja genug Bomben. Tatsächlich, da ist er. Hallo, gib mir Münzen. Boah, wie schnell wir auch einfach sind, ne? Ist schon heftig, was wir so für Stats haben. Das Problem ist, ich hätte Moms BH halt mitnehmen sollen. Das wäre wirklich praktisch gewesen. Habe ich nur leider nicht gemacht. Mal sehen, was du uns Schönes geben willst. Oh, die Karte. Das ging schnell. Hätten wir doch die eine Münze halt hinpacken können. Oh, da unten geht es aber ganz schön weit runter noch. Okay, mal schauen, was uns hier erwartet. Wir könnten ja in dem Raum jetzt einfach mal die Karte vielleicht einsetzen. Habe ich es eingesetzt? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht. Au, 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 au. Vorsicht. Vorsicht. Sehr gut, haben wir. Mit dem Cube of Meat sogar, glaube ich. Puh, hervorragend. Ja, Schlüssel haben wir auch genug. Können wir das mal aufsprengen und gucken, was drin ist. Eine Bombe ist hier auch nochmal. Wunderschön. Halbe Herzen. Okay, aber meine Dings werden gar nicht lila. Die bleiben bestimmt rot wegen irgendeinem anderen Item. Okay. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Stirb. Stirb. Verdammt, es ist nicht gestorben, das Viech. Stirb jetzt. Problematisch, problematisch, problematisch. Sterb, ich muss hier mit Taktik rangehen. So, einen haben wir. Den haben wir auch. Ah, Mist. Von hinten jetzt erwischen, sehr gut. Leider, leider wieder ein bisschen Leben verloren. Wir bräuchten mal wieder ein paar Seelenherzen. Wäre schon ganz nice. Wäre schon ganz cool. So, hallo, ihr da. Was macht ihr nochmal? Ach ja, ihr macht das hier. Okay. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Es ist zu spät, um Isaac aufzunehmen. Es ist zu spät. Wir können es nicht mehr rückgängig machen. Nein, ich meine, es ist zu spät. Ja, es ist jetzt gleich 2:30. Morgens. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. Ja doch, da können wir uns nicht drüber sprengen. Verdammt, nur so zur Hälfte. Hier ist jetzt erstmal nichts Interessantes drin. Temperance. Bringt uns das zum Engelsraum? Nö, es erzeugt nur eine Blutbank. Schade. Sah so aus wie so ein Engelchen. Und ja komm, die setzen wir einfach mal hier irgendwo hin, oder? Plopp. Oh nein, nicht direkt vor dem Raum. Schwierig. Oh, okay, kein Problem, kein Problem für uns. Ein Glück haben wir so eine hohe Reichweite. Aber wir sind zu schnell, um hier geschickt durchzukommen. Ist auf jeden Fall ein Nachteil. So, Vorsicht. Boah, kann man die auch wegschießen irgendwo anders hin? Leider nicht. Mist, das hätte sich einfach alles sprengen sollen hier. Alles hätte sich sprengen sollen. Oh, zum Glück entkommen. Lass uns mal hier eine Bombe hinsetzen. Hallo, hier bin ich. Sehr gut. Perfekt. So, und hier auch eine für dich. Guck mal hier. Wunderbar. Das hat auch gut geklappt. Ja, Deck of Cards ist gleich wieder voll. Oh, da unten. Oh, nein. Oh, Mist. Die Statuen schießen auch wieder. Das ist schlecht. Es lebt noch. Es lebt immer noch. So, jetzt aber. Trollbombe. Na, wie gefällt dir das Statue, hä? So eine Trollbombe, hä? Die ist nicht schön, was? Ja, ich hole mir eine Bombe. Indem ich eine weitere Bombe opfere. So sieht's aus. Scheißraum. Echt ein Scheißraum. Aber haben wir gut hinbekommen. Muss ich ja mal mich selbst loben, ne? Das haben wir ganz gut hinbekommen. So, The World. Ah, deckt auf. Wunderschön, brauchen wir nicht. Weil wir die Karte haben wir ja eh schon. Decken damit sowieso jeden einzelnen Raum auf. Von daher völlig uninteressant für uns. So. Du stirbst jetzt auch. Und hier bitteschön. Gute Nacht, meine Freunde. Gute Nacht. Wunderschön. Okay, nochmal eine Bombe. Ob wir nochmal Deck of Cards aufgedings bekommen? Nee, das war der letzte Raum. Wow, da können wir uns ein halbes Herz holen, indem wir einen Schlüssel opfern. Ich meine, Schlüssel haben wir genug, aber ein halbes Herz brauchen wir auch nicht. Waren wir schon im Itemraum, sag mal? Ja. Da müssen wir jetzt auch wieder hin zurück, ne? Bäh, das schneide ich mal auch kurz raus. Bis gleich.